Guns and Flowers heißt diese Klanginstallation der südkoreanischen Künstlerin Yongeon Kim, die sie 2017 gemacht hat. Waffen sind angesprochen, Gewehre und Blumen, denn auch hinter mir diese Lautsprecher sind eine Waffe. Bis 2018, bis zum Besuch von Donald Trump an der koreanischen Binnengrenze, wurden nämlich auf beiden Seiten der demilitarisierten Zone solche Lautsprecheranlagen in Betrieb gehalten. Lautsprecheranlagen, die die jeweils andere Landesseite mit ideologischen Parolen beschallte oder eben umgekehrt mit einem Liebeslied, das die Wehrkraft des Militärs unterwandern sollte. Und die Künstlerin hat sich diese Vorstellung, dass man subversiv unterwandert wird durch Geräusche, zum Vorbild genommen und hat diese Klanginstallation hergestellt. Sie hat ein koreanisches Liebeslied digital neu zusammengesetzt, dass diese Lockrufe daraus entstanden sind. Das heißt, wenn Sie in unsere Ausstellung kommen, wissen Sie nicht, was Sie hören, und doch wird das mit Ihnen etwas machen. Es wird Sie unterwandern, subversiv beeinflussen, und das zeigt uns, dass die Auswirkung von Waffen, die bestehen, auch wenn wir noch gar nicht wissen, dass wir solche vor uns haben.